Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute sind wir am Kochelsee in Bayern. Es ist jetzt kurz vor 5, das heißt Sonnenaufgang. Wir haben eine wirklich magische Stimmung hier. Du siehst es im Hintergrund, der Nebel überall. Wir laufen jetzt gerade zum See. Ich bin mega gespannt, was uns da erwartet. Und heute soll es um Filter gehen. Viel Spaß! Wir sind jetzt gerade am Spot angekommen. Wir sind, wie zu erwarten war, nicht die einzigen Fotografen. Also der Spot ist schon ein bisschen bekannter und er sieht auch einfach wahnsinnig schön aus. Wir sind jetzt hier nämlich gerade an dem Punkt, wo diese drei bekannten Bootshäuser stehen. Und es sieht wirklich fantastisch aus. Wir haben jetzt hier die erste klassische Komposition gefunden. Also wir stehen jetzt hier auf diesem Steg, haben so ein paar führende Linien hier von dem Geländer, welche schön in das Bild hineinführen. Dieser Nebel ist natürlich extrem klasse und im Hintergrund die Berge. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass wir keine Wolken am Himmel haben. Ansonsten wirklich ein super, super Shot. Und ich bin hier wirklich sehr zufrieden mit der Komposition, mit dem Querformat. Ich habe gerade eben auch mal Hochformat ausprobiert. Ich würde aber sagen, dass Querformat hier in diesem Fall wirklich besser aussieht. So, ich habe mich noch mal ein bisschen umgestellt, neue Komposition gefunden. Jetzt wird es so langsam Zeit, dass wir doch ein paar Filter auspacken, denn der Himmel wird relativ hell. Und was kann ich tun, wenn der Himmel hell wird? Ja, ich kann einen Verlaufsfilter benutzen. Das ist ähnlich wie ein normaler Graufilter, nur dass er eben einen Verlauf drin hat. Bedeutet, eine Seite ist dunkler als die andere. Und genau das brauchen wir in dem Fall. Wir brauchen also eine Abdunklung im Himmel und unten im Vordergrund kann es genauso bleiben, damit wir dann noch ein ausgeglichenes Bild haben. Es gibt verschiedene Verlaufsfilter. Das ist jetzt hier ein Medium-Verlaufsfilter. Medium bedeutet, dass er hier in dem Übergang ja nicht ganz soft ist, sondern ja, so ein Mittelding quasi. Und hier oben ist er halt dunkler als hier unten. Wenn ich den jetzt hier so davor packe, dann siehst du auch den Effekt. Nämlich, dass wir weiter oben das ganze Bild ein bisschen abdunkeln. Und dadurch kriegen wir ein ausgeglichenes Bild hin. Und die gibt es jetzt natürlich auch in verschiedenen Stärken. Das ist jetzt hier ein GND8-Filter, bedeutet, ja, das ist immer so Zweierpotenz, 2×2×2. Das heißt, drei Blendenstufen dunkelt der hier ganz oben ab und hier unten halt gar nicht mehr. Und dazwischen hat man halt so einen Verlauf. Und den kann ich jetzt mir vor die Kamera, vor das Objektiv packen und damit ein ausgeglichenes Bild erzeugen. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Als erstes werde ich jetzt hier also meinen Filterhalter wieder draufschrauben. Ich nutze die Produkte von Nisi, ich bin Ambassador von Nisi und arbeite schon seit mehreren Jahren mit dieser Firma zusammen. Ich liebe diese Filter einfach, weil sie unglaublich haltbar sind und auch eine sehr gute Qualität haben. Und ich habe jetzt hier für meinen 14 bis 24 mm den Filterhalter mit. Der ist sehr, sehr groß. Das sind Filter, die sind 150 mm breit und natürlich nehmen die einen gewissen Platz weg. Aber man braucht es auch, wenn man so weitwinklig fotografiert, damit man am Ende keine Vignette bekommt. Also, den Filterhalter einmal vorne drauf. Schon ist er festgeschraubt. Und jetzt packe ich hier einfach den Verlaufsfilter rein. Wir haben insgesamt zwei Möglichkeiten, Filter hier reinzustecken. Das heißt, man kann auch mehrere Filter miteinander kombinieren. Und jetzt siehst du auch schon im Bild, wenn ich das Ganze jetzt hier runterziehe, wie sich so langsam der Himmel abdunkelt. Jetzt kann ich hier natürlich noch ein bisschen gegensteuern. Aber insgesamt ist das Bild jetzt von der Belichtung her wieder sehr schön ausgeglichen. Perfekt. Das Schöne jetzt noch bei diesem Filterhalter, ich kann hier auch den Filter noch hin und her drehen. Das heißt, wenn ich jetzt den Verlauf nicht ganz gerade runter brauche, sondern eher ein bisschen schräg, kann ich auch das natürlich tun. Wenn ich jetzt noch ein
ND-Filter zum Beispiel noch mit davor setze, dann kann ich die auch schön miteinander kombinieren. Jetzt siehst du auch mal sehr schön den Unterschied zwischen einem Bild ohne Verlaufsfilter und einem Bild mit Verlaufsfilter. Blende ich jetzt hier nochmal ein. Und ja, das ist doch schon sehr, sehr viel ausgewogener, das Ganze in der Belichtung da oben. Perfekt, gefällt mir so richtig gut. Hier habe ich zum Beispiel einen Reverse-Verlaufsfilter. Der ist genau, wie der Name schon sagt, umgekehrt. Bedeutet, in der Mitte ist er am dunkelsten und nach oben hin wird er wieder heller. Und wofür brauche ich sowas? Zum Beispiel die Sonne untergeht oder aufgeht, dann ist sie ja direkt am Horizont und damit auch das hellste Element im Bild. Und da könnte ich zum Beispiel so einen Reverse-Verlaufsfilter benutzen, denn dann kann ich die Sonne am besten damit abdunkeln. So, dann habe ich hier zum Beispiel einen Verlaufsfilter, der ist auch vom Verlauf her ähnlich wie der gerade eben, der ist nur ein bisschen stärker. Ich hatte jetzt gerade eben einen 8er Verlaufsfilter hier mit dabei, das ist jetzt ein 16er Verlaufsfilter. Das ist also von der Stärke her einfach nochmal eine Blendenstufe mehr. Das heißt, ein 16er Verlaufsfilter oder auch ein 1.2 hat 4 Blendenstufen ganz oben, die abgedunkelt werden. Ja, 2 mal 2 mal 2 mal 2. Also 2 hoch 4 sind quasi 4 Blendenstufen. Und das ist einfach noch mal ein bisschen stärker. Und je nachdem, wie viel Licht ich oben drin habe, wie viel ich abdunkeln muss, nutze ich entweder den oder den anderen, der ein bisschen schwächer ist. Und dann habe ich zu guter Letzt hier noch einen Hartverlaufsfilter. Ja, also der hat einfach einen stärkeren oder einen härteren Übergang unten. Und das ist auch immer dann sinnvoll, wenn du auch wenig mit Bergen zu tun hast, wenn also der Horizont relativ gerade ist und du den Himmel relativ gleichmäßig abdunkeln möchtest, dann ist so ein harter Verlaufsfilter auch sehr sinnvoll. Den habe ich jetzt hier auch in der Stärke 8, also wieder 3 Blendenstufen. Wenn es für dich am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert ist, diese Stärken der Filter genau direkt auszurechnen, dann packe ich die unten auf jeden Fall in die Videobeschreibung auch nochmal so eine kleine Tabelle rein, damit du sehen kannst, wie das Ganze von den Stärken her immer genau aussieht. Lass uns noch ein bisschen fotografieren. Jetzt kommt hier gerade richtig schön die Sonne durch. Vielleicht filmst du einmal kurz darüber, weil das sieht richtig cool aus. Ich glaube, da gehe ich jetzt gleich mal rüber und mache einfach mal ein Bild davon, wie die Sonne da durch die Bäume durchkommt. Und genau dafür brauchen wir auf jeden Fall auch gleich wieder einen Verlaufsfilter. Und ich kann nur empfehlen, wer noch nie am Kochelsee war, kommt auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin gerade selber das erste Mal hier. Bedeutet, ich habe auch noch keine Ahnung. Eigentlich müssten wir um den ganzen See einmal rumgehen. Nur wir sind halt erst gestern Nacht angekommen. Und von daher weiß ich ganz genau, okay, ich komme definitiv noch öfter hierher. Wir werden vielleicht nachher noch einmal eine kleine Wanderung um den See machen, damit man dann auch weiß, wo man als nächstes hingehen kann. Weil das ist definitiv nicht der einzige Spot hier, der richtig gut aussieht. Und falls du Interesse an den Verlaufsfiltern von Nisi hast, dadurch, dass ich Brand Ambassador bin, kann ich dir natürlich auch einen kleinen Rabatt geben. Den Rabattcode, den findest du hier nochmal eingeblendet. Da kannst du nämlich 10% sparen bei deinem nächsten
Einkauf. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls du noch Fragen zu den Verlaufsfiltern oder generell zu irgendwelchen Filtern hast, dann schreib sie mir einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Fotografieren. Wie gesagt, ganz klare Empfehlung, Kochelsee, komm hier mal nach Bayern, schau dir das Ganze mal an, wenn du ihn noch nicht kennst. Also auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.